Hallo meine Lieben, ich werde immer wieder gefragt. Steffi, wenn ich meine Beziehung retten will, läuft mir da nicht gerade die Zeit davon? Die Antwort auf die Frage ist, es kommt darauf an. Meiner Erfahrung nach gibt es ein ausschlaggebendes Kriterium dafür, ob oder ob nicht dir hier die Zeit davon läuft. Was ich über die Jahre mit meinen Klienten zusammen beobachten konnte, ist, dass wenn wir unsere Zeit gut nutzen, richtig nutzen, dann läuft sie uns nicht davon. Es gibt zum Beispiel Menschen, die verbringen ihre Zeit damit, sich jetzt abzulenken. Ja, also wenn die Beziehung kaputt gegangen ist oder es zu einer Trennung gekommen ist, dann lenken die sich ab, dann arbeiten die nochmal extra mehr, dann sind die schon wieder vielleicht mit jemand Neues unterwegs, gehen sofort ins Dating rein und verschwenden keinen einzigen Gedanken mehr an die Beziehung, an das, was passiert ist, vielleicht auch an die Wachstumsmöglichkeiten, an die Chancen, die sie gehabt hätten zum Lernen und zur Entwicklung. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, was ich nicht glaube, weil du klickst hier auf dieses Video, bist irgendwie bei mir gelandet. Unwahrscheinlich, aber wenn du so deine Zeit nutzt, dann ja, dann besteht eine sehr große Chance dafür, dass dir die Zeit davonläuft. Dann gibt es Menschen, die beschäftigen sich mit dem Thema, aber nur theoretisch. Also die lesen dann Bücher und gucken sich Videos an und verstehen auf einer philosophischen, auf einer theoretischen Ebene eine ganze Menge neu, anders zum Thema Beziehung. Die wüssten dann also im Rückblick, was sie anders machen würden, was sie das nächste Mal verändern möchten, wie es anders laufen kann. Ja, also die haben neue Ideen, kreative Eingebungen und vor allem aber viel mehr Verständnis, weil sie sich mit dem Thema theoretisch auseinandersetzen. Die haben das dann sozusagen studiert. Das sind die Studenten. Und dann gibt es die, die vom Studenten wirklich zum Praktikanten werden. Und die Praktikanten sind die, die ihre Zeit am besten nutzen. Die haben es nicht nur studiert, die wissen nicht nur theoretisch, okay, gibt so Muster, die man sich mal angucken müsste. Ah, vielleicht hat es auch noch mal was mit meiner Kindheit zu tun. Vielleicht gibt es da so Verstrickungen, die ich noch mal auflösen müsste. Weil da haben sich Sachen in meiner Beziehung gezeigt, die haben sich in den letzten drei Beziehungen auch schon gezeigt. Hier gibt es also für mich scheinbar noch ein To-Do. Und die stoppen nicht bei der Erkenntnis, sondern die gehen dann weiter. Die lösen dann wirklich ihre Themen auf. Die spüren die Gefühle nach. Die arbeiten mit ihrem inneren Kind, wenn das ist, was es braucht. Oder die gehen nochmal in die Auseinandersetzung mit ihren eigenen Eltern, versetzen sich nochmal zurück in ihre eigene Kindheit, gehen zu dem Ursprung ihres Beziehungsknotens und schaffen es, den aufzulösen. Dafür gibt es natürlich im Coaching auch die nötige Unterstützung. Aber die Praktikanten, das sind diejenigen unter uns, die, wie soll ich das sagen, das Leben am Schopfe greifen und einfach leben. Und wenn du zu diesen Menschen, zu dieser Gruppe gehörst, dann läuft dir deine Zeit tausendprozentig nicht davon. Ganz im Gegenteil. Dann kriegst du erfahrungsgemäß vom Leben so viel Zeit, wie es braucht, damit du an so einen Punkt kommst, wo du sagst, du fühlst dich sicher. Du fühlst schon die Veränderung, du fühlst dich verändert und neu. Ja, also du bist nicht mehr die alte Person, du bist nicht mehr der Mann, der du damals warst. Du bist jetzt jemand anderes. Und dieser neue jemand, der hat Lust weiterzugehen, der hat Lust wieder in Kontakt zu gehen, der hat Lust wieder in die Beziehung zu gehen. Nicht, weil er alles rosarot ist und schön, nicht, weil er die Erwartung hat, dass der andere ihn glücklich macht, nicht, weil er denkt, dass sein Leben sonst nicht erfüllt wäre, sondern weil er neugierig auf die Entwicklung ist, weil er neugierig ist auf das Wachstum, was so eine romantische Liebesbeziehung für uns ermöglicht. Da gibt es, wenn ihr mich fragt, auch nichts, was da dran kommt. Also es gibt keine andere Form der Beziehung, die so akkurat all unsere Defizite ans Tageslicht bringt, um uns die Chance zu ermöglichen, diese zu heilen, zu verändern, zu wachsen. Ja, also wenn ihr mich fragt, ist das quasi die Meisterprüfung im Leben und gerade deshalb vielleicht auch so spannend. Und wer das für sich verstanden hat, der wird in der Lage sein, glückliche Beziehungen aufzubauen. Der hat auch Vertrauen ins Tempo, weil er hat Vertrauen ins Leben, weil er erkennt, dass das Leben ihn Probleme, Herausforderungen, was auch immer, vor die Füße wirft, ja, damit er daran wachsen kann. Ich würde gerne alle von euch da draußen ermuntern, sofort wieder loszugehen, sofort wieder in die Verbindung reinzugehen, in die Beziehung reinzugehen. Weil ultimativ ist das der Ort, wo wir am meisten heil werden können, am besten für uns mitnehmen können, uns am meisten entwickeln können. Und das wünsche ich mir natürlich für jeden von euch, weil ich fest davon ausgehe, dass wir deshalb hier sind auf diesem Planeten. Und trotzdem gibt es für die allermeisten vorher eben eine Phase, wo wir
all das schon tun, aber eben erstmal noch alleine, erstmal nur für uns in unseren vier Wänden, ohne dass da noch der Knoten von jemand anders dazu kommt, der eben auch mit seinen Themen hier ist, der auch seine Erfahrungen gemacht hat, der also neue Herausforderungen mit sich bringt. Von daher nutzt die Zeit für euch, um für euch an so einen Punkt zu kommen, wo ihr wirklich wieder Lust habt. Wenn ihr die Zeit so nutzt, wie schon gesagt, wenn ihr rausgeht, wenn ihr nochmal mit euren Eltern auch Sachen aufarbeitet, wenn ihr wirklich nochmal genau hinguckt, wo ist der Ursprung, wo ist die Ursache von meinem Anteil an der Beziehung, die nicht funktioniert hat, dann wird euch das Leben so viel Zeit geben, wie ihr braucht. Und wenn ihr ready seid, dann ist auch das Leben ready. Dann geht es nämlich weiter. Meine Lieben, wenn ihr dabei Unterstützung wollt, unten in der Infobox findet ihr den Link zu meiner Webseite. Ihr könnt euch für ein kostenloses Kennenlerngespräch bewerben. In dem Gespräch, wir finden erstmal raus, wo steht ihr gerade, wo wollt ihr hin und ob ich euch dabei helfen kann. In meinem nächsten Video geht es um die Wiederannäherung und wie die am besten funktionieren kann. Von daher freue ich mich sehr, euch gleich im nächsten Video nochmal zu sehen. Bis dann. Tschüss.